Und ich dachte, es wäre wieder mal Zeit, ein bisschen ja, zusammenzufassen, was alles passiert ist und was vielleicht noch alles passieren wird. Die meisten Frauen oder meine meisten Begleiter im Blog wissen, dass ich mich furchtbar beschwert habe, beziehungsweise dass ich gesagt habe, es waren viele Dinge schwer, es waren viele Dinge eine Anforderung. Und ich würde sagen, es waren einfach Chancen zu wachsen. Und zwar dort, wo ich offensichtlich wachsen musste. Ich glaube, wenn man Probleme hat, dann ist es sehr, sehr wichtig, immer zu sehen, warum ist es zu mir gekommen und was kann ich machen, um es zu lösen, beziehungsweise wie kann ich daran wachsen. Und es gibt eine Vielfalt von Dingen, die bei mir problematisch waren. Das eine, ist immer alles publiziert worden auch, aber das eine war, dass ich festgestellt habe, dass diese Ehe einfach, dass wir nicht zusammengepasst haben. Das gibt es ja. Es gab Dinge, die meiner Meinung nach sehr gut waren. Wir haben künstlerisch, kreativ gut zusammengearbeitet. Aber ich habe im Lauf der Zeit, ich habe noch nie gewusst, was kalter Hass ist. Und jetzt weiß ich das. Und dafür kann die andere Person nichts. Es ist einfach, dass man merkt, dass egal was man macht, es wird zu keinem Ziel führen. Wir werden auf keinen Fall näher kommen. Wir werden auf keinen Fall irgendwelche Schritte weitermachen. Und deswegen ist es auch so, dass ich, also ich will jetzt gar nicht über die finanziellen Forderungen reden. Das ist ein anderes Thema. Das Thema mit Geld und was es für einen Menschen bedeutet. Ich will jetzt erstmal über Trennung und alleine sein und überhaupt der Wunsch nach dem Alleine sein reden. Ich war ja 65, als ich mich entschieden habe. Ich habe gedacht, entweder ich springe vom Balkon oder ich bleibe. Also und zwar nicht bei einer Person, sondern in einer Situation. Und ich habe mich entschieden, mich zu trennen, obwohl ich wusste, dass es in der Zeitung stehen wird, dass Forderungen kommen und alles. Aber es ist eben so, dass ich ich bin ganz überzeugt davon, dass man Aufgaben hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass es göttliche Aufgaben sind oder Prüfungen. Ich habe keine Ahnung. Eventuell schon. Aber dass es eben wichtig ist für mich, ist, dass ich habe eine Seele. Und diese Seele, während der Körper vor sich hin dümpelt oder älter wird und so weiter, ist diese Seele einfach, die expandiert. Sie wird größer, sie wird leichter, sie ist verständnisvoller, sie ist auch liebevoller. Deswegen kann ich sagen, ich habe mich getrennt, aber ich habe damit auch jede Art von Hass überwunden. Das war sehr, sehr wichtig. Und deswegen meine ich, in jeder Beziehung ist es wichtig, sich die Möglichkeit zu nehmen, sich zu trennen, alleine sein, nicht als Schwierigkeit, weil wir kommen alleine auf die Welt und wir werden alleine sterben. Aber wir kommen aus einer Art Seelensuppe und gehen wahrscheinlich wieder zurück. Und es ist sehr, sehr wichtig, übrigens ein kleiner Tipp, Raunis Lena Kilde. Laukanen Kilde heißt sie, aber Kilde wird sie auch genannt. Das ist eine finnische Ärztin, die in Norwegen lebt und das ist meine große Meisterin. Ich werde auch einen kleinen Link hier reinsetzen. Ja? Jeder hat jemanden, den er bewundert. Bei mir ist es nicht Bewunderung. Ich liebe sie, ich vergöttere sie, ich finde sie so toll. Sie ist so ein Sprachrohr für Wissen und auch pragmatische Sachen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, alles, was sie sagt, also ist für mich ein Echo. Komme natürlich aus einer ganz anderen Ecke, so Schauspielerin und schön sein oder was immer, oder Skandalnudeln. Das ist was anderes. Aber ich sage, schaut euch Red Eyes Creation heißt es. Das ist zwar alles auf Englisch, aber da gibt es ein Interview mit dieser Raunis Lena Kaldunen. Kilde, die können Sie auch im Internet finden. Großartig, wirklich großartig. So, das war das eine Thema. Das andere war Age, also Alter. Gut, das haben wir jetzt schon auch gesagt. Love, ja,
Liebe. Liebe finde ich auch deswegen ein interessantes Thema, weil natürlich, ich würde sagen, dass es nicht nur ich bin, sondern die meisten Leute wissen überhaupt nicht, was Liebe ist. Überhaupt nicht. Also sie haben keine Ahnung. Also sie begehren, sie wünschen, sie haben Lust auf Zerstörung. Sie möchten jemanden bemächtigen, sie möchten übermächtigt werden. Es ist Liebe, was Leute als Liebe empfinden, ist meistens irgendeine Form von Gewalt.